Abend zusammen. Also, wir sind zuletzt gelandet, sind wir in Liverpool. Ich habe mich jetzt wieder hier auf die Startbahn gestellt. KI-Flugverkehr, also kein Live-Flugverkehr. Oder so gemischt ist das. Und weil ich mir gesagt habe, ich werde jetzt lange rumrödeln, weil es ist nämlich kurz nach 6 schon wieder. Und es wird aber dunkel, wir wollen aber das sehen. Wir landen in Dundee. Ich werde dazwischen, werde ich dann wieder schneiden, weil das bringt uns nichts. Das dauert alles lange. Ich werde mal sehen, dass ich da noch ein paar Sachen raussuche, um Lehen zu sehen, auf Lohn zu sehen. Aber wir haben den Punkt, dass wir jetzt erstmal den Start haben. Wie gesagt, Start beende ich die Aufnahme. Und ich beende nicht die Aufnahme, also für euch beende ich die Aufnahme. Ich nehme natürlich weiter auf. Und fliege bis dann die und kurz vor der Landung, wenn ich in den Descent gehe, melde ich mich dann wieder. Jetzt muss ich mal hier auf, jetzt gehen wir mal auf, erstmal auf 21.000 und dann sehen wir, ob wir noch höher müssen oder so, weil wie gesagt, wir fliegen ohne ATC. Das ist beim Erklären nachher, ist das mir alles ein bisschen zu viel Gequatsche dazwischen. Gut, also dann düsen wir mal los, würde ich sagen. Klappen sind gesetzt. Ob alles funktioniert, habe ich auch schon geguckt. Jo, gut. Also, auf wie geht's mit Gebrüll? Ups, wo will ich hin? Ja, man sollte. Ah ja, siehst du, man hat nicht alles kontrolliert. Das sollte man tun, weil wie gesagt, jetzt ist nämlich mein Dings hier alles schön dekalibriert. Einwandfrei, super Start. Bleiben einfach noch ein bisschen unten, ziehen dann hoch jetzt. So viel erklären brauche ich dann nicht mehr. Es scheint ziemlich windig zu sein. Zumindest kommt es mir so vor, weil. Aber wir sind ja sauber hochgekommen. Das passt schon. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in den. Climbed, so dass wir jetzt langsam mal steigen. Haben uns ein bisschen außerhalb des Dings, ist es aber nicht ganz im Vogelwild. Das passt schon. Uiuiuiui, Banking. Und meine ITC zieht hoch. Sie sieht also, es läuft definitiv nicht alles glatt. Bei einem Start. Ich fliege immer noch manuell. Also ich fliege nicht mit dem Autopiloten, weil die Kurve will ich da doch mal kriegen. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier einigermaßen wieder schnell gerade werden. Erst kommt, wenn man zu viel rausguckt und sich nicht um Flug konzentriert. Jetzt sollen wir mal abdrehen. Und wir ziehen jetzt mal den Level hoch. Das heißt, er müsste jetzt den Autopiloten anmachen. Genau. Und geht jetzt auf die Höhe, die ich ihn eingetragen habe. Wie wir das letzte Mal schon haben. Dann gehen wir mal hier mit dem. Jetzt müssen wir auch mit 2,5. Sind wir, glaube ich, letztens hochgegangen. So. Und jetzt müssten wir eigentlich Ruhe haben. Und ich schalte das NAV ein. Also den NAV, das heißt also, er fliegt jetzt wieder nach Steuerkosten, nach GPS. Ah, da war jetzt nicht so ganz sauber der Start, aber wir sind ja oben, es passt. Aber wir haben herrliches Wetter. Ich hoffe nur, dass ich da auch wirklich Live-Wetter drin habe, weil eigentlich dürfte das so herrlich auch nicht sein. Aber gut. Wir
schauen mal eben in die Wetterkarte rein. Die ist live. Ist live. Und die haben so schönes Wetter. Oh. Na gut. So, also wie gesagt, wir fliegen jetzt wunderschön in den Abendhimmel rein. Ich hoffe, dass wir früh genug da sind, dass wir nicht im Dunkeln landen. Das wäre echt schade. Weil das ist die Landung, dann die, wo wir jetzt vorhaben, das ist wirklich traumhaft. Also das war, wie ich das erste Mal geflogen bin, ist mir die Klappe wirklich runtergefallen. Wie ich schon sagte am Anfang, jetzt werden die Flüge auch interessant, jetzt werden die Landungen interessant. Weil das sind alles Städteflughäfen, die wir da haben. Und ja, interessanteste Flug, aber mehr von Kribbeln im Bauch her, wird über Island sein, weil da müssen wir dann durchtoben. Auch da nehme ich dann hinterher bloß so Schnipsel rein. Und jetzt werden wir erstmal eine Runde fliegen. Lassen wir die einfach mal düsen, bis wir auf 20.000 Fuß sind und dann können wir mal noch gucken, ob wir noch höher fliegen. Wenn es da oben ein bisschen zu turbulent ist, dann gehen wir natürlich ein bisschen höher. Bisschen mehr Sprit. Zu viel darf ich da auch nicht geben, weil aus dem einen Grunde so viel haben wir nicht. Aber da ich den im Microsoft Flugsimulator geplant habe, müsste der normalerweise eigentlich reichen. Also der plant das ja nach der Strecke, die ich plane. Mensch, ist das viel Plan. Ja, ist egal. Jedenfalls, danach richtet er seinen Sprit aus und dann müsste das eigentlich auch passen. So, dann wollen wir mal einen Standard reinnehmen. Dazu gehen wir hier in die PFD-Settings. Die Altitude. Und das kann ich von hier aus gar nicht machen. Das ist ja mal witzig. Na gut, dann machen wir es von hier aus. Was soll's? Jawohl, von da aus geht's. So. Dann haben wir die drin. Die sind über 11.000, also setze ich jetzt die IAS. Und gehe mit dem Speed ein Stück höher, auf 160. Na, jetzt war der Flug auch schön ruhig. Also Microsoft Flugsimulator läuft verdächtig gut. Schauen wir mal, ob er das so durchhält. Müssen wir das Air-Condition noch anmachen, sonst ersticken wir hier drin. Da kann man sogar noch ein bisschen schneller werden. Gehen wir mal auf 180. Ihr seht, ich lasse wieder so meine 80%, die lasse ich wieder offen hier. Das schwankt immer so ein bisschen so, weil der Propeller ja ein bisschen leichter läuft, wenn er höher kommt. Da wird die Luft ja dünner, das heißt, du hast eine geringere Partikeldichte und dann wird der Propeller natürlich auch schneller. Ja. Er war jetzt aber verdammt schnell auf 180. Und wir steigen jetzt mit 1500 Fuß bis auf 21.000 Fuß. Und dann sehen wir mal, wie unser Wind da oben ist. Ist jetzt am Rückenwind, das heißt, wir müssen sogar sparen. Ja, wie fliegen wir? Wir fliegen. Also, wir sind jetzt weg von Liverpool. Hier unten ist Liverpool. Wir sind schon über Pool 32, sind wir schon drüber weg, über den Punkt, den ich gesetzt hatte. Fliegen denn hier nach Wakwi oder es heißt und drehen dann ab Richtung Dundee. Das ist hier oben. Da ist Dundee. Ich musste mich da ein bisschen dran halten, weil, das heißt, ich habe mich dran gehalten. Ich hätte nicht müssen, also wie gesagt, sonst kann der gerne verhaften. Weil hier und hier sind zwei Sperrgebiete, warum auch immer. Ich denke mal, vielleicht Militär oder so ein Krempel, keine Ahnung.
Also in den Notems, ich habe die Notems jetzt nicht gelesen, weil wie gesagt, es ist immer noch eine Welt, in der eigentlich nichts passieren kann. Also dürfte wohl kaum einer kommen und sagen, Sie sind im Microsoft Flugsimulator falsch geflogen. Sie werden jetzt Ihren Rechner los. Nein, Quatsch. Also wir können uns natürlich schon hier so bewegen, wie wir das gerne hätten. Ja, also wir haben das in dem letzten Video, haben wir es gesehen, der Flieger, der mich da ein bisschen attackiert hat, warum auch immer. Das war ein Live-Gamer. Ich finde sowas immer witzig, weil die kriegen mir das viel zu spät mit, dass ich da stur runterfliege. Und daher, ja, ich lasse machen. Ja. So, Trafik haben wir auf der Seite drüben. Es wird auch Zeit, dass wir langsam mal unser Links setzen. Das habe ich auch nicht gemacht. Ich bin so schlimm. Also wir haben unseren Traffic. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich hier den Dings finde. Ach nee, der Transponder ist ja hier. Ach ne. Also das ist ja wieder witzig, dass Microsoft sich natürlich wieder mit reinmischt. Das ist von der Xbox da irgendwelchen Krempel. Fragt mich nicht. Und zwar. Na, aufkommen. Auf on. Dass wir hier auch was sehen. Und dann kommen wir hier auf MFD. Gehen in die Map. Und sagen, gib's mir ein Vollbild. So, genau. Wir können ja mal ausgucken. Schade, mit dem Wolkenbild wäre es natürlich schöner gewesen. Aber die hängen hier hinten wieder rum, da seht ihr so. Aber ansonsten geht sie ganz ruhig nach oben. Das sagte, wie lange wir brauchen. Landung ist um 17 Uhr, also UTC. Ja, jetzt ist in Dings natürlich auch, weiß gar nicht, wir haben die 2 Stunden vor oder 2 Stunden zurück, ich weiß es jetzt nicht. Oder 1 Stunde zurück oder so, ich weiß es gar nicht mal. Also wir landen auf alle Fälle noch im Hellen. So besteht fest. Ja, ihr seht hier, er hält sich hier die Geschwindigkeit und macht das hier alles über das Lied. Ich kann ja mal ins Wetter gucken. Dann sieht es auch nicht gerade so aus, als wäre das. Also da sehe ich jetzt das nicht. Das wäre auch ein Ding. Das drehen wir schon ab.
Also ich würde sagen, da fliegen wir jetzt mal ein bisschen im Moment gerade und dann gehen wir auf 28.000 Fuß, weil wir steigen nur sehr stark in sehr schwach in der Geschwindigkeit. Also gehen wir mal auf 28.000. Also im Normalfall muss das natürlich angefragt werden, das muss natürlich vorher rausgebracht werden und so weiter und so fort. Das muss natürlich der Flugplan muss angemeldet werden und so weiter. Aber wir haben dieses Glück eben, dass wir das nicht unbedingt tun müssen, sondern wir können halt einfach losdüsen. Und darum sage ich jetzt 28.000 Fuß. So. Das IAS ist noch geschaltet. Jetzt lassen wir nach oben gehen. Wenn du mir denkst, wir haben 265, also tatsächliche Geschwindigkeit, Ground Speed, also Geschwindigkeit über Grund, haben wir jetzt schon 266, also wenn wir fast an die 300 ran, dann müssen wir bei 28.000 Fuß bis auf 300 sein, dann passt das. Ja, das war 77%. Hier unser Druck steigt auch schön langsam, passt. Jetzt guck mal, das wäre der Optim, das wär die optimale Ruderdarstellung hier. Jetzt guck mal, wo der ist. Das kommt auch hin, weil wir haben 11 Knoten von hinten. Also kommt es in etwa hin. Weil wir fliegen echt gerade. Das ist wirklich, wow. Auf dem Strich. Jetzt gucken wir, was da oben los ist. Ich hab euch noch ein Video danach, nach dem letzten Flug habe ich noch ein Video gemacht über London, weil ich mich ja da wunderschön verfranst habe in der Karte. Habe ich noch extra nochmal einen Flug über London gemacht, dass euch das mal anseht. Wie gesagt, so Liverpool und so ein Kram, die Städte habe ich nicht. Aber wenn wir eine Stadt haben, wo sich lohnt, dann nehmen wir die natürlich mit. Und gut ist. So, gut, also. Ich werde dann ab da mal ausblenden und blende dann bei der Landung wieder ein, beziehungsweise sehe zu, dass ich irgendwie Teile mit reinschneide, die interessant sind. Aber ihr könnt euch vorstellen, bei 28.000 Fuß sehen wir nicht sehr viel. Also ich wünsche euch viel Spaß, gell? Und ich werde mir jetzt ein bisschen was zu essen machen. Also bis nachher. So, wir befinden uns jetzt im Descent. Also
seht, die macht einen ganz schönen Winkel nach unten. Ich habe das jetzt schon alles so weitestgehend eingestellt. Ich blende euch das dann ein. Und wir sind etwas oberhalb des Landes, dieser Descent-Pfades, sage ich jetzt mal. Da können wir noch ein bisschen runter. Da müssten wir eigentlich da super reinkommen. Wolkenbild sieht gut aus. Das sieht aber wirklich gut aus. Wie sieht es da aus? Ja. Und lassen uns jetzt mal nach unten. Temperaturen. Ja, wir haben hier jetzt minus 14 Grad. Da wäre es vielleicht jetzt ratsam, wenn wir durch die Wolke fliegen, dass wir da die also mit einbauen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also wir befinden uns jetzt immer noch im Approach. Ja, also wir machen jetzt so, dass wir, ich stelle es jetzt einfach mit der Vertical Speed ein. Wir gehen einfach mal runter. Das Interessante naja ist natürlich der Anflug. Das wird natürlich schon mal interessant. Da kann ich euch mal zeigen. Also wir fliegen. Ne, das ist hier anders. Also der fliegt doch dann hinter quer rein. Das passt schon. Oh, das ist schon okay. Ja, das habe ich jetzt mal eins dran, dann tun wir mal ein paar, ein bisschen Wolkenbild. Das sieht nicht ganz so langweilig aus. Ach, und die mit ihren GameBar da, das ist fürchterlich, ist das. Mal gucken, wie ich das abschalten kann, wenn mir das am laufenden Band hier in. Und da bin ich wieder. Mir fällt gerade auf, dass wir in den Landepfad reinkommen. Das ist der hier, dass die Raute nach oben wandert. Und da wollen wir mal gucken, ob wir es daran halten können. Schauen wir mal. Theoretisch müsste das funktionieren. Lass uns mal kommen. Wir warten ab, bis wir ein bisschen unterhalb der Raute sind, dass er praktisch in diesen Pfad reinfliegt. Jetzt müssten wir eigentlich mit dem APR arbeiten können. Schalten wir den APR mal ein. Und nehmen den Vertical Speed ein wenig weiter nach oben. Dass wir praktisch wieder da reinfliegen. So. Und jetzt wandert er wieder runter. Seht ihr das? Raute, die da ist, diese graue Raute, da. Die wandert jetzt wieder runter. Bis in den Mittelpunkt, dann müsste er eigentlich übernehmen, theoretisch. Ja, er übernimmt. Und jetzt wird die rot. Und jetzt übernimmt er. Ach, das ist aber toll gemacht. Die TBM ist eine schöne Maschine, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Und jetzt passt er das voll praktisch selber an. Er bleibt jetzt praktisch immer, versucht jetzt immer diese rote Raute, diese rosa Raute da in der Mitte zu halten. Das heißt, wir werden natürlich jetzt auch mit 50% bleiben. Wir haben natürlich auch ein bisschen langsamer. Das passt uns natürlich sehr gut. Und mir fällt gerade was auf. Ich habe das Intercept gar nicht ausgemacht. Super. Direkt ein Wunder, dass der nicht überhitzt ist. Eine ganze Zeit mit Intercept geflogen. Ja, macht nichts.
ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Spart wieder im Sprit. Jetzt kommen wir uns langsam wieder näher. Wir gehen mal runter, so dass wir auf 190 kommen. Dass wir da nicht volle Ladung reinrauchen. Das muss ja nicht sein. Mal ein bisschen. So. Kann man hier ein bisschen weiter runter gehen, dass wir hier langsamer, sicher mal langsamer werden und genügend Auftrieb halten. Oh, herrlich, wie die reingeht. So, da vorne ist dann die. Für uns dann Feierabend, Gott sei Dank. Aber wir gehen auch mal mit der Kamera drüber. Da ist dann die. Da wollen wir jetzt runter. Also mal die Bremsen ziehen.
Schade, ich wäre gerne von der anderen Seite reingeflogen, aber vom Wind her lässt es halt nicht zu. Dadurch. Oh, da meint's aber hart jetzt. Mein lieber Mann. Also noch ein bisschen weiter runter, ich habe den Motor ausgeschaltet. Also. Da brauchen wir, glaube ich, noch die zweite Klappe. Eine Stunde haben wir geflogen, das passt ungefähr 40 Minuten. Passt. Bisschen mehr drauf. Sonst wäre mal zu lang, dann das bringt es dann auch nicht. Ja, guckt euch das mal an. Das sieht doch richtig nach was aus. So, kurz vorher ziehen wir dann die zweite Klappe, so dass der abbremst. Wir tun noch ziemlich Zahn drauf. Orientieren. Oh, ich komme ja super rein. Die Autos da auf der linken Seite haben sie schön gemacht. Ja, fliegt ziemlich sportlich an. Also schauen wir mal. Ja, wenn nicht, machen wir noch mal eine Runde. Jetzt guckt euch mal die Küste auf rechts an. Ein bisschen tiefer. Minimums, minimums. Martinho. So, dann wollen wir übernehmen. Hier die Nase ein bisschen an. Richten uns nach dem unteren Monitor so lange, weil wir sehen ja vorne erstmal nichts. Bisschen tiefer.
immer noch zu hoch. Bleiben ganz ruhig und gehen dann runter. Solange wir immer noch zu hoch sind, ist alles halb so wild. Da können wir durchstarten. Passt alles. Also ihr seht ja unten, jetzt ist die Landebahn. Ist ja unter uns. Jetzt gehen wir runter mit der Geschwindigkeit. Könnte sein, dass wir ein bisschen hart aufsetzen, aber glaube kaum. Das müsste eigentlich aber frei funktionieren. Zack. Passt. Willkommen, Dundee. Lass mal ausrollen. Vorne rein. Ist mit dem Ruder dauert was nicht hin. Der reagiert viel zu hektisch. Hektisch und hektisch. So, mal gucken, wo wir uns hier hinstellen. Guck mal, da ist doch schön. Das ist doch schön. Theoretisch müssten wir da. Ja, da sind sie. Jetzt waren sie immer noch ein bisschen zu schnell. Ich glaube, die Landung hat den schmerzlichen Start erübrigt. So, wir stellen uns da einfach in diese Dings rein, da, in diese Geschichte. Ich raspel doch hier bestimmt. Oh, Alter. So, stellen wir uns hier rein. Wir behaupten einfach mal, wir dürfen hier stehen und fertig ist. Und wir stehen. So, dann müssen wir jetzt den Motor ausmachen. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Wir machen erstmal den Autopiloten aus. Schalten dann die Pumpe aus. Lassen den ein bisschen leer pumpen. Und wenn ich jetzt den richtigen Dings drin habe, ja. Was ist das jetzt? Das ist jetzt. Jetzt warten wir, bis die Temperatur hier ein bisschen runter ist. Auf wenigstens 300 Grad. Jetzt wird es grün. Theoretisch könnte ich jetzt ausschalten. Wir gehen aber noch ein bisschen weiter runter. So, jetzt. Und dann machen wir den hier. Auf Wiedersehen. Und was will er jetzt hier? Ach so. So. Ölpressdruck, das ist klar, dass er das jetzt bringt. Dann machen wir hier Ignition aus. Dann machen wir langsam alle Lichter aus. Der Propeller steht. Und theoretisch war es das schon. Und damit wären wir da. Also wie ich schon sagte, herzlich willkommen in Dundee. Ich lasse euch nach hinten raus. Oder behalte ich euch drin? Nee, ich glaube, ich lasse euch lieber raus, sonst gibt es Ärger. Ich war das nicht. So. Ja, es ist wieder typisch.
Ah, jetzt. So, mal draußen gucken. Da sieht doch noch was aus. Warum der die Treppe immer so spät zeichnet, ist mir ein Rätsel, aber gut. Steht aber doch gut. Passt doch. So, jetzt gehen wir mal in Dings, gucken wir uns mal den Rest mal ein bisschen an. Und zwar in die Kamera, in den Schaukasten. Und dann heben wir noch mal ab. Oh Gott. Ja, das ist jetzt dann die. Das ist der Flughafen. Dann die, wie gesagt, das ist ein PWA-Flughafen. Von ebenfalls. Ups. Von ebenfalls von Orf X. Schön mit den Autos da. Also total goldig gemacht. Also. Können wir dann die ein bisschen angucken? Bloß das nicht. Guck mal da, da ist ja richtig was. Und wenn ihr bedenkt, dass das den Algorithmus aufbaut, ist das schon heftig. Weil das ist gut, der Laster da ist ein bisschen komisch, aber. Nur UPS-Laster in Grau. Na gut, wenn es dir gefällt. Ja, hier hat es ein paar. Das ist wahrscheinlich einer falsch gelandet. In den Erdboden reingedrückt. Kirche. Vielleicht weiß ja einer, was das für eine Kirche ist. Kann er, also das ist bestimmt nicht ganz die Kirche, die ich haben wollte. Aber wartet mal. Wenn ihr euch schon mal dabei seid, dann machen wir es richtig. Weil das ist die Taste, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Diese Tastengeschichten. Ich drehe das hier mit der mit der 9er Tastatur oder mit dem numerischen Block. Und da ist die 5 halt zurück. So, jetzt finde ich die Kirche nicht wieder. Das ist blöd, weil ich wollte nicht gerade fragen, ob einer von euch weiß, was das für eine Kirche ist. Super. Ganz große Klasse. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was dann die für eine Bewandtnis hat. Das weiß ich jetzt nicht. Also, Orb X wird sich dabei schon was gedacht haben. Aha. Orb X wird sich schon was dabei gedacht haben, wenn die da sowas machen wollen. Schade, jetzt finde ich die Kirche nicht. Die war so schön. Die war weiter vorne, glaube ich. Wird neuer Sport, Kirchen suchen. Also muss ich mich mit dem Flughafen noch ein bisschen befassen. Ja, wenn wir ein paar Tutboote fahren würden, wäre es ja nicht schlecht. Na gut. Achtung, nicht, dass es schlecht wird. Zunk. So, dann sind wir wieder da. Cockpit. Und wir machen für heute ein Ende. Also, ich wünsche euch noch viel Spaß, einen schönen Abend noch und einen schönen Feiertag. Also bis dann. Ciao, ciao.